Oh mein Gott, Thomas, was hast du mit meiner Weihrauch HW30 gemacht? Ist es nicht das geilste Luftgewehr geworden, was man sich irgendwie vorstellen kann? Servus Leute, ist die nicht hammergeil geworden? Endlich ist mein Problem gelöst, dass ich beim Anlegen letzten Endes immer ein bisschen über das Ziel von Rohr geguckt habe, beziehungsweise der Schaft einfach immer zu weit oben an der Schulter gesessen war. Der Thomas hat mir hier eine verstellbare Schaftbacke gebaut. Aber das ist der Hammer, das war nämlich noch nicht alles. Ich möchte euch das Ganze jetzt mal ein bisschen in der Nahaufnahme zeigen, was der da alles gezaubert hat. Das ist der absolute Oberkracher. Zieht's euch rein. Wie sagt man hier in Bayern? Ja, leck. Guckt euch das mal an, was das für eine geile Arbeit ist. Ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen Angst hatte, einfach weil es ein so geiles Luftgewehr war, als ich den Schaft hergegeben habe. Aber als ich gesehen habe, was er mit Lutz seiner HW30S gemacht hat, dann habe ich mich doch bestätigt und bestärkt gefühlt, ihm den Schaft zuzuschicken. Und jetzt zieht euch das rein. Jetzt habe ich eine verstellbare Schaftbacke an meiner Weihrauch HW30 mit dem Schichtholzschaft. Habe eine verstellbare Schaftkappe, alles in einem geilen Silber gehalten. Aber es wird noch krasser, Leute. Das war nämlich noch nicht alles. Aber dafür würde ich das Gewehr gerne mal hinlegen und mache nochmal eine Aufnahme im Liegen. Der Thomas hat mir nämlich meinen Schaft hier unten nochmal angebohrt zweimal und hat hier zwei Hülsen reingesetzt. Und wofür die sind? Logisch, ihr wisst es. Meine HW30S hat jetzt noch einen kleinen Hamster bekommen. Der lässt sich einfach hier mit diesen beiden Schrauben hier dran schrauben. Und dann habe ich ein Hunterfield Target-taugliches Luftgewehr. Gott sei Dank, ich habe es noch hingekriegt. Also ich bin echt hin und weg. Schaut euch das an. Ist natürlich darauf geachtet, dass der Abstand zum Lauf nicht über 15 cm ist. Und was halt richtig cool ist, der Schaft hatte hier so ein dunkles Holz. Und guckt euch mal das hier an. Exakt das gleiche spiegelt sich hier wieder. Ja, Wahnsinn. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mich das vielleicht schon mal eher getraut, dass er uns sowas zaubern kann. Das heißt, wenn ihr einen Schaft ohne verstellbare Schaftbacke habt, der Thomas sägt es euch zusammen und baut euch das wieder richtig geil zusammen. Absoluter Hammer. Ach ja, und dann habe ich dem schönen Gewehr zum Finale noch einen V-Mach-Abzug gegönnt. Das Einzige, was jetzt nicht mehr funktioniert, oder habe ich es einfach nur nicht auf die Kette bekommen, ist die Sicherung, die passt anscheinend nicht so richtig gut, die Standardsicherung mit dem V-Mach-Abzug zusammen. Ist jetzt auch nicht dramatisch, ich schieße momentan ohne Sicherung. Und das Ergebnis, das das kleine Gewehrchen jetzt abliefert, ist phänomenal. Ja, und dann habe ich noch einen, neben der kleinen Schönheit hier, habe ich noch einen zweiten Punkt. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, spätestens vielleicht heute ist es euch aufgefallen, dass ich jetzt eine kleine Einblendung am Anfang habe, enthält bezahlte Promotions oder irgendwie so in der Richtung heißt es. Das ist was, wo man bei YouTube auch anhaken kann. Ja, wir haben ein neues Telemediengesetz, so richtig geschnallt habe ich es nicht, ganz ehrlich. Wenn es mir jemand erklären mag, kann er es gerne machen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn nur die Möglichkeit besteht, dass irgendeins meiner Videos bzw. Teile darin bezahlt sind, dann kann man mich letzten Endes schon anschwärzen und theoretisch, ich meine, ich weiß nicht, ob sie bei so einem kleinen Kanal alles machen würden, ist auch wurscht, theoretisch auf jeden Fall könnte ich dann eins auf den Deckel bekommen. Also das heißt, ich habe jetzt ja auch schon von verschiedenen Händlern mal hier ein paar Zielscheiben, ihr seht die oder ihr kennt die mit den Aufdrucken der Händler dann halt eben drauf, oder ich habe Diabolos geschenkt gekriegt oder von www.getdamaged.de, ich mache jetzt einfach mal Werbung, weil es mir wurscht ist, vom Alex, der hat mir mal den Kroni dann eben bezahlt. Ich habe da also letzten Endes immer wieder mal eine kleine Unterstützung erhalten. Ja, ich muss das auf jeden Fall im Normalfall bekannt geben wohl. Ich habe das jetzt einfach vor alle meine 187 Videos davor gemacht, weil ich keinen Plan habe, was genau ich zeigen muss und was nicht.
Fakt ist jetzt auf jeden Fall, dass die uralt Videos, wo ich auf irgendeinen schrottigen Fernsehkarton draufschieße, das auch dort steht, dass das irgendwie bezahlt ist. Ist mir auch wurscht. Ich bin auf der sicheren Seite. So habe ich einfach vielleicht den Stress von der Backe, falls mich jemand anschwärzen wollte oder so, dann wäre ich dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite und müsste es nicht erst irgendwie dann nachträglich noch beweisen. Also deswegen steht es am Anfang da. Natürlich, wenn mich jemand sponsern will, wenn mir jemand Geld schenken will, bin ich immer dafür zu haben, ganz klar. Aber Spaß beiseite, muss man halt eben einfach machen. Ihr kennt es vielleicht von anderen Kanälen auch, die das jetzt so nach und nach eben alle unten eben einblenden. Sicher ist sicher und so sind wir safe. Mal schauen, was als nächstes kommt. Es kommt bestimmt wieder irgendwas. Also, ja, das waren meine zwei Themen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und jetzt bin ich natürlich schon am Überlegen, ob ich am 31.03., ich hoffe, das darf man schon sagen, am 31.03. bei den Kölschhausener Jungs, bei denen ich jetzt auch Mitglied bin, zum Hunterfield Target Wettkampf, ob ich da mit meiner HW30S, irgendwie hätte ich schon fies Bock drauf, oder mit meiner Weihrauch HW77 antrete, das muss ich dann einfach mal noch schauen. Irgendwann soll ich vielleicht auch mal anfangen, mit irgendeinem Gewehr mal so richtig zu trainieren. Ja, solange es Reviews gibt, mache ich halt einfach das und drehe dann wieder beim Wettkampf an und ernte keinen Blumentopf. Aber ist auch egal. Hauptsache, wir haben zusammen Spaß. Hauptsache, wir gehen unseren Sport positiv an. Und das ist für mich wichtig. Und ich denke, das ist das auch, was ihr an meinem Kanal, denke ich mal, mögt. Okay, cool. Das war's von meiner Seite aus. Ich melde mich dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.